So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir müssen zu Bidiza, der hier am Ganovenbrett chillt. Na, seid ihr bereit für eine Ganovenjagd? Na klar, Mann. Okay. Oh, jawohl, ja. Ich werde, ihr seid jetzt bereit. Dann suchen wir jetzt einen Ganoven für euch aus. Okay, wer sieht denn so richtig bösartig und brutal aus? Tja, ihr habt die Wahl zwischen all diesen erbärmlichen Typen. Mhm, okay, mal schauen. Was sollen wir uns aussuchen? Wie wäre es, wenn ich euch als Mentor einen aussuche? Ah, nimm keinen zu gruseligen. Okay, verstanden. Jawohl, ja. Mal sehen. Enemene. Zurücktreten, Infobrett, Aktualisierung. Zurücktreten, Infobrett, Aktualisierung. Gib mal weg, Mann. Was passiert? Oh, die Daten werden aktualisiert. Ein paar von den Verbrechen wurden nämlich schon hingerichtet. Sie werden aktualisiert. Und das finde ich ein cooles Feature. Das sieht man auch nur einmal jetzt in dem Spiel. Nämlich dreht sich das Brett einmal um. Oh Mann, hast du das gesehen? Das Brett hat sich umgedreht. Krass. Okay, es gibt keine Jobs. Jetzt sind wir arbeitslos. Was passiert denn da? Und genau, die sind auf drehbaren Platten angebracht. Das Brett wird auf die andere Seite gedreht. Dann tauscht ein Pokémon namens Dictree die alten Jobs gegen neue aus. Dictree? Und das ist ein richtig geiles System hier. Das ergibt auch Sinn, ne? Da sieht man mal, dass die Leute hier in der Gilde schaffen. Genau, die Aktualisierung ist auch gerade von Dictree. Er gräbt sich zur Gilde durch, gibt eine fette Kopfnuss, dann dreht er das Brett um. Und das heißt, ist das auch cool. Seine Aufgabe wird zwar kaum wahrgenommen, aber sie ist sehr wichtig. Darum ist Dictree auch mächtig stolz auf seine Aufgabe. Ja, das ist richtig cool. Oh, ist er das? Aktualisierung fertig, zurücktreten. Aktualisierung fertig, zurücktreten. Ich möchte mich nicht wiederholen. Ich wiederhole, ich möchte mich nicht wiederholen. Oh, er scheint fertig zu sein. Okay. Ja, wirklich, die Daten sind aktualisiert. Die Ganovenliste ist jetzt auf dem neuesten Stand, also suchen wir jetzt einen aus. Hallo, hast du Zuckungen? Epileptischen Anfall? Warum zitterst du denn plötzlich? Ist doch nicht kalt hier. Sieh dir das an, Peter. Das Fenster hat gar kein Glas. Nein, sieh dir das an, Peter. Na, was? Ganz oben auf der linken Seite. Oben links. Oh mein Gott! Das ist Traumato. Er ist ein gesuchter Verbrecher. Oh fuck, epische Musik. Ich krieg gerade leichte Gänsehaut. Wir müssen los. Azuri steckt uns in ernsthaften Schwierigkeiten. Okay, sollten wir nicht das Ding vom Anschlagbrett nehmen, das wir uns... Okay, was ist denn jetzt los? Wohin rennt ihr denn? Hey, jawohl, ja, nehmt mich mit. Sieh mal, da ist Maril. Maril, was ist los? Wo sind Azuril und Traumato? Dieser Kinderschänder, Mann. Ja, hör zu. Nachdem wir losgegangen sind, haben wir zusammen nach unserem verlorenen Item gesucht. Aber plötzlich war ich allein und Herr Traumato ist mit Azuril verschwunden. Im tiefen Wald. Ich rief und rief, aber sie blieben weg. Dann habe ich Angst bekommen. In welche Richtung sind sie gegangen? Da lang. Tja, und auf dem Brett stand, dass das Traumato ein registrierter Sexualstraftäter ist und aber nie seine richtige Strafe bekommen hat. Du glaubst, Traumato und Azuril sind in die Richtung gegangen? Ja, es gibt ja auch nur einen Eingang hier. Oh Peter, als du Traumato und Azuril in deinem Traum gesehen hast, das war... Du meinst, sie waren in einer felsigen Gegend, oder? Aha. Oh, guck mal, hier sind Felsen. Ich habe das Gefühl, sie sind in diese Richtung gegangen. Was für dein Gefühl. Wir haben dir... Dann mal los, Peter. Alles klar, Rettungsaktion. Stachelberg. Alter, wir holen die, Mann. Wir retten einen kleinen Chaos-Orb. Oh, schön. Und Poke. Alter, wir kommen hier zur Rettung in die Sackgasse erstmal. Wie war das mit Attacken? So. Oh Gott, ich krieg's nicht gebacken. Oh, Nico kann Lebensschelle, sehr geil. Wir sollten, ja, leveln, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, für den Boss sollten wir schon mindestens Level 10, wenn nicht sogar mindestens Level 9 haben, wenn nicht sogar 10. Alter Mann. Ich wusste auch, unser Gefühl trügt uns nicht mit dieser Vision, Wahrsagerei. Der ist böse. Du auch. Keine Angst, Azuril. Wir retten. Boah! Was? Für so ein gammliges Dodu macht das viel, extrem viel Schaden.
Okay. Na, ich kann von hier hinten nichts machen. Ja, auch da wäre Nico ein Hytropi ein besserer Starter gewesen. Weil dann hätte man wenigstens einen Heuler machen können. Aber Silberblick ist halt scheiße. Okay, weiter. Go, 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 Mann. Rettungsaktion. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Wir eilen, Mann. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Hoffentlich sind sie nicht schon im vollziehenden Akt. Kinderschändung. Das ist voll krass. Das ist ja halt der. Also. Ich weiß jetzt nicht, was Traumato damit vorhat, aber. Das. Also, so jetzt als Erwachsener erkennt man so nachträglich im Spiel. Das ist ja schon, glaube ich, hier eine Kindesentführung oder Missbrauch oder was auch immer der da vorhat. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Aber doch tatsächlich so. Ja, er hat schon dieses auch schmierige Auftreten von so einem Kinderschänder. Das. Wie man sich's halt vorstellt. Ja, ich kenne jetzt keine Kinderschänder. Aber wie man sich so vorstellen kann. Tja. Hätte ich nie vom Pokémon erwartet, so rückblickend betrachtet. Oh, ein Flea-Orb. Auch sehr gut. Falls der Kampf dann doch zu heavy wird, frage ich ab. Eine Sindelbeere wäre noch ganz cool. So. Kampfunfähig. Gibt aber auch keine Erfahrungspunkte. Du. So. Ich will noch ein Level up. Komm. Ich weiß nicht, bis zu welcher Ebene wir sollen. Oh, ey, dieses Ruckzuck-Hieb von den Viechern. Oh, fuck. Wie viele? Ah, 135, okay. Der Kratzer. Ich krieg's Menü immer noch nicht gescheit geöffnet. Ich glaube, es gibt noch eine Ebene. Ja. Kratzer. Glut. Ich glaube, in dem Pokémon-Teil war es auch schon so, dass wenn wir zu einem Bosskampf kommen, dass da nochmal die KP und AP voll aufgefrischt werden. Ich glaube, das war schon in dem Teil so gemacht. Ich will noch nicht. Ich glaube, auf Ebene 8 wird er sein. Ich will da schon vorbereitet hingehen. So, dum, in der Mangel, Mann. Er kriegt gar keine Genauigkeitssenkung. So ein Schlingel. Ah, Level 9. Verhöhner. Na toll. Das bringt uns nicht so viel. Oh, ausgezeichnet. Mein Level ist gestiegen. Okay. Okay. 8 ist auch noch nicht. Das Tackle war gerade guter Schaden. Bitte. Oh Mann, heul mich nicht an, Mann! Glut hat nur noch 2 AP. Ich hoffe einfach mal, dass es zum Boss aufgefrischt wird. Oh, Kleinwiesel! Es gibt, ja genau, es gibt nicht nur in dem Teil Georockbrox, sondern Kleinkiesel. Das ist quasi die schwache Variante davon. Okay, Ebene. Boah, da ist er immer noch nicht. Hey, die Dungeons, die legen es gerade echt drauf an. Komm, Boy. Ebene 10. Ja. Die sind echt tief. Oh, guck mal, ein kleines Loch. Oh, da ist eine Sackgasse. Verzeihung, Herr Traumato, wo ist mein verlorenes Item? Wo genau ist mein verlorenes Item denn? Tut mir leid, Kleiner. Dein verlorenes Item? Hier ist es nicht. So viel ist sicher. Was? Mein großer Bruder. Mein großer Bruder kommt doch noch nach, oder? Ist er bald da? Nein, dein großer Bruder wird nicht kommen. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Das war alles nur ein Trick, um euch zu täuschen. Was? Aber vergessen wir das. Ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Siehst du dieses Loch hinter dir?
Ich habe Loch gesagt. Nun, angeblich soll darin der erbeutete Schatz eines Diebes liegen. Aber wie du siehst, bin ich viel zu fett, um mich durch das Loch zu quetschen. Und da kommst du ins Spiel. Keine Angst, tu einfach, was ich dir sage. Wenn du tust, helfe ich dir wieder heraus. Aber... Los, mach schon. Kriech in das Loch und vergiss nicht, den Schatz mitzubringen. Mein großer Bruder soll... Hey, hör auf damit! Verflixt, ich sag doch, dass ich dich heimbringe, wenn du fertig bist. Wenn du weiter Ärger machst, bringst du dich in große Schwierigkeiten. Hilfe! Und da war der Satz. Hör sofort auf! Hä, was wollt ihr denn? Das lassen wir nicht zu. Traumato, du Bösewicht. Wie habt ihr uns gefunden? Wir sind Team Handsome, ein Erkundungsteam. Kein Ganove ist vor uns sicher, aber ganz ehrlich, wie haben wir ihn gefunden? Die haben keinen Ort gerne, wo sie hingehen. Ein Erkundungsteam, ihr wollt mich festnehmen? Was ist? Zitterst du etwa? Das ist nur die Vorfreude. Ja, ich durchschaue euch. Ihr sagt, ihr seid ein Erkundungsteam, aber seid ihr doch totale Grünstäbel. Es ist wahr, ich bin ein per Kopfgeld gesuchtes Pokémon. Aber was ist mit euch? Könnt ihr mich stellen und zur Rechenschaft ziehen? Ja, wir können. So ein Bösewicht wie dich lassen wir nicht entkommen. Haha, mich haben schon so viele Erkundungsteams gejagt, aber noch keins war so erbärmlich wie ihr. Das wird sicher lustig. Mal schauen, ob ihr mich besiegen könnt. Zeigt, was ihr drauf habt. Okay. So. Also KP sind schon mal aufgefrischt. Genau, ja, die Attacken werden ja. So, wir haben einen Stock, Schlafsamen. Ich schmeiß mal den Kleinkiesel. Und dann kann ich den Explosivsamen essen. Oder nur Plosivsamen. Genau, 35. Oh, Vorwarnung. Dann mache ich mal eine normale Art. Was ist Vorwarnung denn für eine Scheiße? Okay. Wir leben noch. Warum trifft hier nichts? Okay. Besiegt. Roar. Hey, Kleiner. Wir sind gekommen, um dich zu retten. Bist du in Ordnung? Du bist nicht verletzt, oder? Es geht mir gut. Gut, dann sind wir erleichtert. Dein großer Bruder wartet auf dich. Geh mir nach Hause. Okay. Oh ja, und das ist der Oberpolizeiwachtmeister. Ich bin Magnesone. Oder Magnesone. Magnesone. Zone. Keine Ahnung. Ich sag immer Magnezone. Magneton. Magnetilo. Magnesone. Ich bin der Polizeiwachtmann, der Oberwachtmeister der Gegend. Vielen Dank, dank euch konnten wir einen gesuchten Verbrecher fassen. Wir sind euch für eure Mitarbeit zu großem Dank verpflichtet. Wir lassen die Belohnung eurer Gilde zukommen, nochmals danke. Jetzt komm mit, Mann, abführen. Alter, wir haben mächtige Visionen. Azuril! Maril! Nee! Maril, ich hatte solche Angst. Ich sollte in ein Loch klettern und einen Schatz holen. Das ist voll bedrohlich gewesen. Alles okay, Azuril, bist du verletzt? Hat er dich angefasst? Es geht ihm gut, der kleine Kerl ist unversehrt. Wirklich? Ich bin so erleichtert. Oh, Azuril. Ich freue mich so für euch. Ihr habt das nur für uns getan, Nico und Peter. Wir werden das niemals vergessen. Vielen, vielen Dank. Komm schon, Azuril, jetzt du. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Gebt uns am besten kein Gold, weil das müssen wir eh abtreten. Der tun wir genau eine Nachricht. Wow, einen größeren Schatzbeutel. Cool. Augenblick, da ist noch eine Nachricht. Die Bonus-Episode. Ah ja, genau, es gibt so Bonus-Geschichten, die man spielen kann. Die spielen wir auch am Ende, weil die finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Die kann man jetzt schon spielen. Ich habe das Kopfgeld für den Oberwachtmeister Magnesone für den gefangenen Ganoven erhalten. Gut gemacht, ihr zwei. Hier ist euer Anteil für den Job. Ihr dürft ihn behalten. Ja, allerdings 2700 der Gilde. Den dürft ihr behalten. Was? Das ist alles? Nach all der harten Arbeit? Aber natürlich, es ist alles Teil des Trainings. Hehehe. Morgen erwarten wir, dass wir euch genauso anstrengend. Hihi. Du Drecksack. Ich wäre schon zufrieden, wenn unser Anteil nur ein bisschen größer wäre. Aber das ist schon okay. Wir haben es geschafft, Azuril zu retten. Und das verdanken wir nur dir, Peter, weil du diesen Traum hattest, Peter.
Es war eine Vision, kein Traum. Darum wussten wir im Voraus, was das Azurill in Schwierigkeiten steckt. Das stimmt. Ich kann es nicht erklären, aber der erste Schrei von Azurill, den ich gehört habe. Und jetzt kommt auch eine Sache, die ich weiß nicht, die mich an dem Spiel stört. Also Sache Nummer 1 war das Lagersystem, dass es begrenzt ist. Sache Nummer 2 ist, es ist cool, dass diese Visionen da sind. Es ist cool, dass manchmal ein Flashback kommt, aber es kommen so oft und so viele Flashbacks. Ich meine, wir haben im letzten Part, vor 10 Minuten, haben wir die Stelle schon mal wiederholt gesehen, die gerade neu war. Und es ist einfach viel zu oft, dass es nochmal so wiederholt wird. Und dieser Traum, den ich hatte. Ja, du bringst ihn in Schwierigkeiten, wenn ich tust, was ich sag. Hilfe! Beide Ereignisse, sie fanden in der Zukunft statt. Wieso konnte ich so etwas sehen? Was war das für ein Traum? Oh, mein Magen hat geknurrt. Dein Magen hat auch geknurrt, Peter. Wir haben wohl einen ziemlichen Kohldampf. Wir waren so auf die Rettung von Azurill konzentriert, dass wir es gar nicht gemerkt haben. Aber jetzt habe ich umso mehr Hunger. Dass mein Magen schon Pixelgeräusche macht. Komm, wir gehen Abendessen. Okay, Stopf, Schling, Schmatter, Schlabber, Schmatz, Schlurf. Nein, Stopf, Schling, Schmatz, Schlabber, Schlurf. Fuck, vertauscht. Ja, fest mal. Oh. Oh. Alter, wir werden noch fett. Oh, gibt's jetzt schon hier. Okay, nee, nochmal eine tiefgrüne gesehen. Boah, diese Blitze sind Wahnsinn. Sieht nach einem heftigen Gewitter aus heute Nacht. Warte mal, weißt du, was in der Nacht war, bevor wir uns trafen, Peter? In jener Nacht gab es auch ein Gewitter. Am Morgen nach dieser stürmischen Nacht lagst du bewusstlos am Strand, Peter. Und weißt du wieder, warum du bewusstlos am Strand lagst? Nö, erinnerst du dich an was? Ich frage mich, es gab ein Gewitter, aber wieso lag ich danach bewusstlos am Strand? Nö, ich habe keine Ahnung. So einfach geht's wohl nicht. Aber das ist in Ordnung, versuch einfach die Stück für Stück zu erinnern. Wir müssen morgen wieder früh aufstehen. Legen wir uns schlafen. Gehen. Ach doch. Doch, doch, doch. Story? Nein. Kommt noch nicht. Hör mal, Peter. Bist du noch wach, Peter? Ich dachte, wir wollen schlafen. Seit diese Sache passiert ist, denke ich immer wieder drüber nach. Dieser seltsame Traum von dir, Peter. Vielleicht hat er was mit dir persönlich zu tun, Peter. Wieso erwähnst du so oft meinen Namen? Du hast ihn dir gemerkt. Toll. Ich habe nur sein Gefühl. Jedenfalls kenne ich kein anderes Panflam, das von der Zukunft träumt. Von einem Menschen, der plötzlich zu einem Pokémon geworden ist, habe ich auch noch nie gehört. Darum glaube ich, dass diese beiden Ereignisse zusammenhängen. Das sagt mir einfach mein Gefühl. Der Schlüssel zu meiner Erinnerung. Liegt der etwa in meinem Traum? Aber selbst wenn das stimmt. Wie passt das alles zusammen? Ich weiß zwar nicht, was für ein Mensch du warst, Peter. Aber ich glaube, du musst ein guter Mensch gewesen sein. Ich meine, es war dank deinem Traum, Peter, dass wir dieses bösartige Pokémon fangen konnten. Bösartige Pokémon, Oh, ich erinnere mich dabei, was Plaudergei gesagt hat. Genau, es gibt mehr böse Pokémon. Weißt du, die Zeit gerät durcheinander, Stück für Stück, und zwar auf der ganzen Welt. Niemand scheint den Grund zu kennen, aber alle glauben, dass es irgendwas mit den Zahnrädern der Zeit zu tun hat. Was? Zahnräder der Zeit? Das heißt, dass an geheimen Orten auf der ganzen Welt Zahnräder der Zeit versteckt sind. Ach doch, wir kriegen jetzt schon, genau. Zum Beispiel in einem Wald. Oder in einer Höhle. Die kann man auch im Intro sehen, die Orte. Ich habe sogar von einem geheimen Altar in einem Vulkan gehört. Im Zentrum solcher Orte, dort ist ein sogenanntes Zahnrad der Zeit versteckt. Sie erfüllen eine sehr wichtige Funktion. Jedes Zahnrad schützt die Zeit in der jeweiligen Region und sorgt dafür, dass sie richtig fließt. Die Zeit muss fließen. Ach. Doch, genau, die Szene kommt jetzt schon. Da hoppelt was vorbei, Mann. Aber was, wenn eine Region ihr Zahnrad der Zeit verliert? Ich weiß keine sichere Antwort auf diese Frage. Aber die meisten kennen das Pokémon schon. Also anhand des Schattens kann man es auch schon sehen. Aber ich vermute, wenn ein Zahnrad der Zeit aus einer Region entfernt wird, dann wird der Fluss der Zeit in dieser Region wahrscheinlich aufhören. Darum achtet jeder darauf, die Zahnräder der Zeit nicht zu stören. Alle sind sich seit langem sicher, dass es zu einer Katastrophe führen würde. Also halten sich alle davon fern und lassen die Finger von ihnen. Selbst skrupellose Verbrecher machen sich lieber nicht an ihnen zu schaffen. Außer dieser eine Typ. Sehe ich richtig? Kann es sein? Ja, es ist wahr. Endlich habe ich es gefunden. Ein Zahnrad der Zeit. Aber es ist nur das erste von vielen. Oh ja. Ein Bösewicht. Der nächste Morgen. Speichern? Aufgestanden und ab dafür, es ist morgen! Hä, speichern?
Aha, guten Morgen, Peter. Genau, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's hier weiter, wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der Part hat jetzt leider Überlänge gehabt, aber ich kann ja nichts dafür, dass wir so tiefgründige Abendgedanken haben. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.